Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play Nether. Ich habe mich entschieden, doch noch einen schnell zu machen, weil ich habe gerade Leute, zwei ganze Leute gekillt hier. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich doch das hier machen. Ich habe jetzt eine Shotgun, eine Sniper, eine normale, schnelles Sturmgewehr. Dann habe ich richtig viele Sachen, Munition und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen. Hier sind noch die zwei Sachen, die ich nicht von den zwei Leuten gebraucht habe. Ich habe das Ganze mit dieser Pistole geschafft. Das heißt, ich habe mit einer Pistole zwei voll bewaffnete, eine mit einer Shotgun und eine mit einem Sturmgewehr getötet. Die haben auch auf mich geschossen. Dann musste ich erstmal mich wieder verbinden. Ich hatte Gott sei Dank ein Medikit und Schmerzmittel dabei. So gesehen habe ich jetzt wieder volles Leben. Gott sei Dank. Und deswegen gehe ich jetzt auch hier lang. Schau nochmal das ganze Haus durch. Ich war nämlich ganz oben. Und dann bin ich runtergekommen und ja, dann habe ich mich erstmal gewundert, the fuck, das sind zwei Leute, ne? Hab erstmal zu meiner Pistole schnell gegriffen, dann haben sie mich auch bemerkt und ich habe dann geschossen und sie haben geschossen und Gott sei Dank ist es gut für mich ausgegangen. Ich hatte am Ende nur noch so 335 Leben oder so. Wow. Oh, ganz ruhig. Es kam erst ein Patch raus für das Spiel. Okay, das ist scheiße jetzt. Ich glaube, ich greife zu meinem Sturmgewehr. Können wir das gleich auch mal austesten? Obwohl Pistole oder Sturmgewehr? Pistole. Mich vorhin auch nicht im Stich gelassen. Boah, was war das? The fuck? Der wird wahrscheinlich warten, bis ich runterkomme. Ich werde da nicht runterkommen. Ich werde da nicht runtergekommen. Ich werde. Fuck. Oh fuck, hat der mich jetzt gehittet. Ich habe gar kein Leben mehr. Okay, jetzt stürmen wir, Leute. Egal, ob wir drauf gehen oder nicht. Ach du fuck, was hat der für eine Waffe? Jetzt ist Ende, Junge. Wir sind doch auch getroffen, oder? Hat mir wenigstens so ausgeschaut, als ob. Bitte, ich will nicht alles für umsonst gehabt haben. Ich will jetzt nicht sterben. I don't want to die. Oder ist es schon disconnected? Oder runtergelaufen. Der war da nicht. Check nochmal. Hier ist aber keiner mehr. Ja, wahrscheinlich disconnected oder so. Super. Mir bis zu 200 Leben runtergezogen und disconnected. Oder ist er hier lang? Sehen wir jetzt. Eigentlich bin ich kein schlechter Schütze. Bloß das Spiel hat halt noch ein paar Lags und Bugs, obwohl jetzt gestern erst ein Update rausgekommen ist, hat es eigentlich schon ziemlich verbessert. Bloß nicht natürlich komplett beseitigt, noch nicht, ne. Ich habe nur noch 200 Leben, Leute, das wird gefährlich für mich. Kann es nicht geben. Ich glaube, vielleicht wartet er auch unten auf mich. Kann auch sein. Okay, aber jetzt soweit hier ist nichts mehr. Aufpassen, wir müssen aufpassen. Echt aufpassen hier. Könnte uns zum Verhängnis werden. Okay, hier. Kommen wir wieder in die freie Wildnis, da ist am schlimmsten eigentlich. So, für den Fernkampf mal wieder, ich weiß es nicht, die da, 375, 300. 375, 300. Die hier.
Da kann man schneller schießen. Aber bei den Pistolen steht es nicht da, ne? 225, okay. Ja, dann lohnt sich das jetzt schon mit der rumzulaufen. Ich habe nämlich, ich bin sehr low life, 200 Leben. Das ist schlecht. Das ist sogar mehr als schlecht. Gehe ich ganz schnell down. So, dann tun wir mal meine Waffe. Hier die unloaden. Dann wird's davon das. Das tun wir dann auf die Seite wieder. Nein, nicht dunkel. Ist Nacht geworden. Okay, das ist schlecht. 556er. Sehr gut. Munition. Nachladen. Ah, okay, hat schon. Und Zigaretten. Kann man verkaufen. Am Safe Zone Point. Wie weit ist denn die entfernt, die Safe Zone? Ich überlege mir jetzt in die Safe Zone zu gehen, weil es ist schon was, was wir haben. Das ist schon so ein klein wenig was. So. Aber ich sehe auch irgendwie gar nichts. Okay, Leute, wir gehen in die Safe Zone. Habe ich mich gerade dazu entschlossen. Am besten aber unauffällig, so dass uns keiner sieht. Ich bin nämlich wieder auf dem EU-Server mit 50 Leuten, Leute. Und da ist es ganz schnell getan, dass mich einer von hinten knifet oder irgendwas passiert. Kann ich euch auch mal gleich die Safe Zone zeigen. Leider habe ich das nicht aufgenommen, wo ich die zwei Leute gekillt habe. Das war echt geil. Also, das war wirklich mal richtig geil. Ich darf mich jetzt nicht zu sehr verquatschen und dann also nicht aufpassen, weil ich muss da echt jetzt aufpassen. Das Spiel ist nicht leicht. Besonders nicht mit 50 Spielern. Jeder will andere töten. Okay, das wäre jetzt auch sehr schlecht, wenn wir auf Zombies stoßen würden. Okay, wir laufen sogar in die falsche Richtung, nicht so. Nein. Ich hau da lieber ab. Ah, da hinten ist die Safe Zone. Schnell! Ja, jawohl, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in der Safe Zone. Und nachladen. Perfekt eigentlich. Richtig gut jetzt, dass wir hier sind. Mal genial. Okay, jetzt muss ich hier runter. Oh, Gott sei Dank. Nichts gezogen. Und wir gehen da jetzt ganz rein. Es kann uns hier nichts mehr passieren, ihr seht's. Can't fire in a safe zone. Und perfekt. Und da treffen wir schon richtig viele Leute. Weil hier ist der Market. Hier können wir was kaufen. Übrigens überall, wo so ein Dollarzeichen ist, kann man da auch noch was kaufen. Und hier kann man auch Munition kaufen. Für sein Charakter und so, hier ist dann der Markt. Wollt ihr euch mit mir anlegen, hä? Nee, ihr nicht. So. Marketplace. Hier Munition könnten wir kaufen für unsere. Naja, okay, ist zu teuer, haben wir nicht, aber. 12 Geld, ja okay, für die Shotgun haben wir aber auch noch nicht das Geld da, ja. Aber wir können das verkaufen, da 9mm könnten wir kaufen für unsere Pistole, 600 sieht die, ja, aber ist natürlich ja auch ranged, alle so ranged, so warte, dann ziehen wir das hier rüber, ach wie geht das, ach so geht es, genau, so, das bringt schon ein bisschen was Geld, die Playing Cards und so, die bringen alles so ein bisschen was Geld. So 10 oder so, also das ist schon nicht schlecht. Hier kann man glaube ich auch Essen kaufen, wenn ich. Ja genau, Essen. Flashlight. Green. White. Nehmen wir das da. White. Okay, jetzt könnte ich glaube ich F drücken. Hm.
Wie ging das? Da stand doch irgendwas mit F. Ich habe doch jetzt ein Flashlight gekauft. Und usen kann ich das wie? Ah, da. Da ist mein Flashlight. Das muss ich, glaube ich, hier mitnehmen. Aber jetzt geht's. F. Ja, genau, F. Geht jetzt. Gut. Flashlight haben wir schon mal. Das können aber, glaube ich, auch dann die Gegner sehen, also müssen wir da ein bisschen aufpassen mit. Ah, ja. Sehr gut. Hier sind die richtig fetten Backpacks und so ein Zeug. Ja. Aber ich glaube, wir haben ja ein Small Backpack, richtig? Medium Backpack überlege ich mir zu kaufen. Aber das können wir auch irgendwann anders noch entscheiden. Nether Skin Backpack. Ha, bringt was? Ja, da steht immer nicht, wie, was es bringt. Hier steht ja auch nicht, was es bringt. Bloß da steht auch nicht, was es bringt. Also, naja. Hier natürlich auch noch solche Masken und so. Alles, was man halt nicht braucht. Large Military Backpack. Waffen gibt es keine hier zu kaufen. Nur, hier gibt es ja nicht mal die da, oder? Doch, gibt's. Ja, die sind, da habe ich vorhin meine Katana gekauft. Das stärkste Schwert im Spiel zurzeit. Das hier, mit 450 Damage. Die anderen sind alle drunter. Ja, habe ich damals vorhin 65 ausgegeben. Und danach habe ich auch eine Pistole gefunden. Und dann auch diese RAB. Die ist auch richtig geil. Kann ziemlich weit schießen auch. Und ist auch schallgedämpft, muss man dazu sagen. Ich muss auch mal gucken, was. Ah, okay, wir müssen uns auch mal wieder Essen hier holen oder mal essen. Okay. Wir essen jetzt erstmal alles. Okay, gut, und dann schauen wir mal, wie das wir so weitermachen werden. Ja, mehr davon seht ihr im nächsten Let's Play, wenn es wieder heißt Let's Play Nether mit Daniel Gaming natürlich, oder auch schon demnächst Assassin's Creed 4. Ich freue mich drauf, Leute, macht's gut, vergesst nicht am 21.11. am Abend einzuschalten, wenn es dann heißt Let's Play Assassin's Creed 4. Und ja, ich werde mir überlegen, was ich mir jetzt hier noch kaufen werde. Also Leute, macht's gut, ciao und bis zum nächsten Mal.